Salü, ich bin Lisa und heute gibt es bei mir den Klassiker-Tag. Gesehen habe ich den bei Max vom Kanal Kain und Abel und den verlinke ich euch in meine Infobox. Ansonsten vielleicht noch vorab, die Bedingungen für dieses Video sind nicht die besten. Ich glänze ein bisschen, weil die Tischlampe sehr krass auf mich gerichtet ist. Wir haben nämlich 11 Uhr abends und eigentlich war ich gerade mitten in einer Session Grey's Anatomy, bin deswegen auch ein bisschen verheult. Das vorab, wir lassen uns aber nicht von diesen widrigen Bedingungen heute beirren. Erstens, was macht einen Klassiker für dich aus? Ich finde, ein Klassiker ist ein zeitloses Werk bzw. ein Werk, das sich unabhängig von seiner Zeit, seiner Entstehungszeit lesen lässt, weil es jedes Mal eine gewisse Aktualität mit sich bringt oder in sich birgt. Das funktioniert einerseits auf der Ebene der Generationen oder der Epoche, das heißt, man kann das Buch 1905 lesen und auch 1975 und 2021 und jedes Mal lässt sich ein Bezug herstellen. Und genauso würde ich das sagen, funktioniert das auch für den Menschen als Einzelnen. Das heißt, man kann ein Buch mit 15 lesen und dann wieder mit 23 und 55 und jedes Mal lässt sich ein Bezug herstellen. Natürlich ist jetzt hier die Frage, was heißt denn Aktualität? Ich würde auch behaupten, dass je nachdem, wann man das Buch liest und vor allem wer das Buch liest, das, was man da herausliest, natürlich sehr unterschiedlich ist und auch mit der Zeit sich verändern kann. Aber das ist auch das Spannende. Und das, finde ich, macht deswegen Klassiker aus, dass man eben über die Zeit hinweg trotzdem mit diesem Werk was verbindet und daran arbeiten kann und immer wieder Neues entdeckt. Ich war neugierig, ich habe mal geschaut, was Konversationslexika zu dieser Definition sagen. Und ein sehr gängiges ist ja der Brockhaus. Und der sagt zum Beispiel, dass ein Klassiker ein Werk ist, das übergeordneten bleibenden Wert besitzt. Ich finde, das geht so in dieselbe Richtung. Zweitens, wie fandest du als Schülerin Pflichtlektüren im Unterricht? Spannende Frage, weil ich Schülerin war und Lehrerin werden möchte. Das heißt, dieses Thema wird mich noch etwas länger begleiten. Voraussichtlich werde ich mal darüber bestimmen, hoffentlich mit den Schülern auch ein bisschen gemeinsam, je nachdem, was wir lesen. Und damit steht und fällt wahrscheinlich dann auch, wie dieses Buch wahrgenommen wird. Denn das ist so meine Erfahrung, mit dem Lehrer und dem Unterricht steht und fällt die Schullektüre. Es gab bei mir Bücher, die ich unglaublich mochte und welche, an die ich mich gar nicht gern zurückerinnere. Tatsächlich würde ich behaupten, dass ich im Vergleich zu meinen Mitschülern eher jemand war, der gerne Lektüren gelesen hat, denn ich habe Grammatik gehasst. Das Thema ist spannend. Ich habe es in der Uni gelernt, dass man bestimmte Phänomene sehr interessant untersuchen kann und dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und dass das mehr ist als Grammatikunterricht in der Schule. Aber damals hat es mich halt überhaupt nicht wirklich interessiert. Ich fand es total trocken und langweilig und war jedes Mal froh, wenn wir wieder in andere Welten abtauchen konnten und was gelesen haben. Allerdings, wie gesagt, gab es einige Lektüren, die ich absolut grottig fand. Ich erinnere mich noch an Der Bruder von Zoran Dwenka, also das war wirklich eine richtige Hassbeziehung. Ich kann euch jetzt nicht rational erklären, warum. Ich war mit diesem Roman auf Kriegsfuß. Es gab aber auch Geschichten, die mich sehr fasziniert haben. Und um mal ein paar zu nennen, das waren zum Beispiel Ödün van Horvath, Jugend ohne Gott. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder auch Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Das fand ich richtig, richtig toll. Genauso wie Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf. Eine auf jeden Fall offensichtliche Anspielung an die Leiden des jungen Werther von Goethe. Und zeitgleich für mich so ein bisschen ein Salinger, ein Fänger im Roggen in der DDR. Denn im Grunde haben wir auch hier wieder einen Antihelden, der von der Gesellschaft erzählt. Und ich erinnere mich leider nicht mehr inhaltlich an sehr viel, außer dass es eine Stelle gibt, in der er Goethe nimmt und das Titelblatt abreißt und sich damit den Arsch abwischt. Aber gut, wäre Zeit, vielleicht mal die Schullektüren irgendwann nochmal zu lesen. Vielleicht wäre das ein interessantes Format, dass man sich nochmal die Schulbücher vorknöpft, die man als Jugendliche gelesen hat. Dann habe ich noch ein Drama für euch, das will ich euch zeigen, um zu zeigen, dass es auch Werke gibt, die mich sehr gefesselt haben, begeistert haben. Nicht wegen des Inhaltswillens, sondern wegen der Art und Weise, wie wir sie behandelt haben. Hier zum Beispiel das Drama, das bietet sich ja an. Da haben wir das in verteilten Rollen gelesen. Und es ist sehr privat, aber ich teile es gerne mit euch. Ich war unglaublich verknallt in den Typen.
der die Hauptrolle gelesen hat. Und es gab Szenen, in denen es so ein bisschen Techtelmechtel mit der Hauptrolle gab. Und also zwischen einem Mann, dem angeblichen Revisor, und einer Frau. Und ich habe die Frau gelesen und ich habe mich ihm so nahe gefühlt. Und ja, deswegen denke ich auch sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück. Ich habe gar nicht gesagt, was für ein Drama es ist. Nikolai Gogol, der Revisor. Eigentlich ein sehr lustiges, komisches Stück, denn es geht im Grunde um einen Mann, der in eine Stadt kommt und alle denken, es ist der Revisor, also jemand, der die Stadt beurteilen soll. Und alle geben sich so viel Mühe, nur damit am Ende eben rauskommt, es ist gar nicht der Revisor. Ja, und ich fand das Zitat zu Beginn großartig. Schimpf nicht auf den Spiegel, wenn du in eine Fratze blickst. Ah, ja, da kommen gute Erinnerungen hoch und das würde ich, glaube ich, auch nochmal lesen wollen. Drittens, welche drei Klassiker kannst du wärmstens empfehlen? Da haben wir einerseits einen alten Bekannten, einen sehr guten Freund, und zwar Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Kleiner Fun Fact: ich tue mich jedes Mal schwer, diesen Roman zusammenzufassen, weil ich ihm gefühlt einfach nicht gerecht werde. Es geht um Holden Caulfield, der von der Schule fliegt. Und bevor er nach Hause kehrt, streift er durch das winterliche New York. Und wen er dort trifft, was er dort sieht, das rekapituliert er. Und das Besondere an diesem Roman ist wirklich die Art und Weise des Erzählens. Die Sprache, die hier verwendet wird, sehr jugendlich, frech, mit der ein oder anderen Beleidigung, mit dem ein oder anderen Fluch. Ich liebe die Stelle, an der erzählt wird, warum der Roman so heißt, wie er heißt. Und ich liebe auch diese Thematik. Es geht um das Erwachsenwerden, um das Sich-Finden, um den Eintritt ins Erwachsenenleben und diese komische Zeit des Übergangs, diese Jugend zwischen Kindheit und Erwachsensein. Ist ein sehr, 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 sehr gutes Buch, das ich tatsächlich das erste Mal in der Schule gelesen habe und ich fand es grausig. Ich habe gedacht, was ist das für ein Protagonist, der jammert nur, was ein Häufchen Elend. Und beim zweiten Mal lesen habe ich einfach nur gedacht, ich verstehe ihn, die Welt ist grausam. Und tatsächlich habe ich so eine leichte Tendenz, mich mit Antihelden zu identifizieren, mit Randfiguren der Gesellschaft. Das durchzieht so ein bisschen mein Lesemuster. Also bei Außenseitern werde ich relativ schnell schwach. Ja. Ein weiteres Buch, was häufig in der Schule gelesen wird, was ich aber dann nach dem Abitur erst gelesen habe, war Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Auch diesen Roman habe ich verschlungen und lieben gelernt aufgrund der Sprache, die der Autor hier verwendet. Ich liebe die Art und Weise, wie Metaphern und Symbole in den Text eingeflochten sind und dem Ganzen so eine tolle Tiefe geben. Ich finde es total faszinierend, wie der Autor es schafft, diese wilde Zeit, diese Roaring Twenties, diese Partystimmung einzufangen und in seinem Roman zu konservieren. Und ja, ich liebe allem voran die Liebesgeschichte, die sehr traurig ist im Grunde. Also ich kann auch diesen Roman wärmstens empfehlen. Und den dritten Roman, den ich euch gerne zeigen möchte, das ist tatsächlich ein Roman, den ich jetzt ganz frisch gelesen habe. Und ich habe noch so viel nachzuholen. Ich bin froh, dass der Autor so viel publiziert hat. Es handelt sich um Erich Kästners Der Gang vor die Hunde. Das ist der Original oder der ursprüngliche Fabian, die Ursprungsfassung, die jetzt rausgebracht worden ist, nachdem der Fabian schon so lange auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Und ja, auch hier tue ich mich ein bisschen schwer mit der Inhaltszusammenfassung. Ich würde auch behaupten, dass ich das Buch noch nicht in Gänze verstanden habe und es auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal lesen muss, leider. Es geht um einen jungen Mann, Fabian, der sich selbst Moralist nennt. Er beschreibt die deutsche Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit und im Grunde ist es schon fast eine Karikatur dieser Gesellschaft. Es geht so ein bisschen auch um das Gefühl des Verfalls und zeitgleich werden alle Grenzen aufgelöst. Es ist total genial, wie hier auch mit den Rollenbildern beispielsweise gespielt wird. Aber das war gar nicht der Hauptgrund, warum ich diesen Roman unbedingt euch empfehlen will, sondern was mir so gut gefällt, ist die Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird. Denn man hat so das Gefühl, alles kommt so, wie es eben kommt, und zwar nicht, weil es einen größeren Sinn gibt, sondern es passiert halt einfach und dann ist es eben so. Und genauso geht es den Figuren in diesem Roman. Nur weil sie die Hauptfiguren sind, heißt das nicht, dass sie eine Sonderbehandlung genießen. Es ist wirklich, als schaut man sich das unerbitterliche Leben an. Und das gefällt mir so. Genauso
wie die Komik. Neben der Tragik gibt es nämlich auch sehr lustige Momente. Und mein Lieblingsmoment, wo ich wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich habe gelacht, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt. Mein Lieblingsmoment ist die Stelle, in der Fabian mit seinem Freund Labude im Bus sitzt. Und Labude ist so ein bisschen, der hat Lust, spaßvogelmäßig die Leute zu verarschen und fängt an zu fragen, was ist denn das da drüben? Ich muss euch das kurz mal zeigen, vortragen, weil es einfach zu genial ist. Fabian zeigte auf den Dom. Das da? Das ist die Hauptfeuerwache. Was ist das? Fragte der andere und hielt die Hand ans Ohr. Er stellte sich auch noch schwerhörig. Die Hauptfeuerwache, schrie Fabian. Labude nickte lächelnd und meinte, so, so, freilich, ich hätte es mir denken können. Die Insassen des Wagens sahen zum Fenster hinaus, schauten sich betroffen an und musterten die beiden jungen Männer bedenklich. Der Wagen hielt, der Wagen fuhr weiter. Und das? Labude zeigte auf die Universität. Das ist eine Anstalt für schwachsinnige Kinder. Der andere nickte freundlich dankend und sagte, schön haben sie es hier, die kleinen Idioten. Ich liebe diese Stelle, ich finde sie einfach so lustig. Ich weiß nicht, ob ich sie genauso lustig fände, wenn es mir quasi im Bus passieren würde, wenn ich einer dieser Busmitfahrenden wäre. Aber die Art und Weise, wie sich diese Szenerie aufbaut, diese Komik und vor allem auch diese Dynamik, wie die dann in Fahrt kommt und die Leute das mitbekommen, wie total abfällig über das Stadtbild gesprochen wird im Grunde, wie da alles total falsch vorgestellt wird und dann rasten die irgendwann komplett aus und es ist total lustig. Also das war wirklich meine Lieblingsstelle in diesem Roman und ja, ich will unbedingt mehr von Kästner lesen. Also wer Lust hat auf einen gesellschaftskritischen Roman, aber auch mal ein bisschen lachen möchte, der sollte sich Der Gang vor die Hunde anschauen. Viertens, liest du oft klassische Autoren, Autorinnen? Ich würde sagen, ja. Die Tendenz ist auf jeden Fall steigend. Wenn man mal so vergleicht, was ich mit 18, 19 gelesen habe, da war dann doch primär Unterhaltungsliteratur dabei und inzwischen gehe ich stark in Richtung Belletristik, aber auch in Richtung Klassiker. Vermehrt gerne auch moderne Klassiker. Ich will wissen, warum ist das noch aktuell? Was hat man damals gesehen und warum sieht man da heute noch was drin? Also das ist, glaube ich, das, was mich da so ein bisschen motiviert und antreibt. Und die Möglichkeit, Querverweise zu sehen. Denn natürlich ist Literatur etwas, das auf Literatur antwortet. Das heißt, wenn ich ein Werk lese, dann finde ich vielleicht in einem anderen Werk Referenzen auf dieses Werk. Und das finde ich auch immer so spannend. Das ist für mich ja immer wie so ein bisschen Schatzsuche. Fünftens, welche drei Klassiker stehen auf deiner Want-to-Read-Liste oder liegen auf deinem Sub? Tatsächlich liegen ein bisschen mehr Klassiker als nur drei auf meinem Sub. Ich habe jetzt mal einfach die ausgewählt, die möglichst noch dieses Jahr gelesen werden sollen. Oder darüber würde ich mich zumindest freuen. Wir fangen gleich mit dem Klopper an, und zwar von Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ist eine der größten französischen Reihen schlechthin und wenn man Französisch studiert, kommt man da gar nicht drum herum und deswegen hatte ich mir vorgenommen, das gerne mal zu lesen. Ich bin allerdings mal ganz knallhart und ehrlich, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der französischen Literatur. Es gibt Werke, die mir sehr gut gefallen, aber ich merke dann doch, dass ich immer wieder zu dieser zum Englischsprachigen tendiere und auch zur deutschen Sprache, dass mich da die Geschichten, die Art und Weise, wie geschrieben wird, mehr packt. Ja. Dann lese ich auch noch ganz viel Jane Austen und die Bronte-Schwestern, die warten auch noch auf mich. Ich bin einfach ein Riesenfan von diesen Geschichten. Aktuell lese ich Emma und Mansfield Park parallel so ein bisschen, neben den ganzen anderen Büchern, die ich noch angefangen habe. Und ich habe noch einen Russen, den ich angefangen hatte und dann pausiert habe. Ich glaube, es war einfach zu viel Angebot und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich warte noch ein bisschen. Und zwar von Tolstoi, Anna Karenina. Auch eine große Liebesgeschichte und tatsächlich, denke ich, kann die mir auch sehr gut gefallen. Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, war großartig. Ich bin sehr begeistert und freue mich auch, diesen Roman hoffentlich dieses Jahr zumindest noch zu beenden oder weiterzulesen. Ich habe ein Faible für Liebesgeschichten. Man kann es nicht leugnen. Warum sollte man auch? Also, ja. Sechstens, liest du Klassiker auch mal in der Originalsprache? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein schon, weil ich Französisch studiere, muss ich das. Aber ich würde immer inzwischen empfehlen, beißt euch nicht die Zähne aus an der Fremdsprache. Denn das macht sowas von den Spaß kaputt. Ich persönlich bin da selbst durchgegangen und ich bin ehrlich, ich gehe da immer noch manchmal durch.
dass mein Ehrgeiz so groß ist, dass ich sage, ich muss das jetzt in Original lesen und dann lege ich es zur Seite, weil es macht keinen Spaß, ich komme nicht gut durch, ich verstehe nicht viel. Ich habe es zwar schon geschafft, dass ich mich durch Bücher bewegt habe, sage ich jetzt mal. Ich habe Balzac im Original gelesen, Madame Bovary, aber ich erinnere mich noch, also Madame Bovary habe ich gelesen in meinem zweiten Semester auf Französisch und ich hatte vorausschauend schon mal das Buch auf Deutsch gelesen. Und als ich es dann auf Französisch gelesen habe, habe ich einfach fast nichts verstanden. Es ist natürlich auch ein etwas älteres Französisch. Und es war ein Schlag in die Magengrube, eigentlich auch ins Gesicht, ein Kollateralschaden, als die junge Frau meinte, das war jetzt eigentlich doch echt einfach, oder? Also da sollte doch keiner Probleme haben. Vielen Dank an Sie. Richtig toll didaktisch gemacht. Da habe ich mich super gut aufgehoben gefühlt. Siebtens, Zeitreise. Welchen Autor, welche Autorin würdest du gerne mal persönlich treffen? Tatsächlich habe ich da direkt an Tolkien gedacht. Ich habe zwar nicht im Ansatz alle seine Werke gelesen und kann deswegen auch gar nicht so bei allem mitsprechen, aber ich finde diesen Mann so unglaublich faszinierend. Sein Leben, seine Kreativität, sein Wissen, das war so ein schlauer Mensch und ich würde es einfach genießen, wenn ja, er so ein bisschen von seinem Leben erzählt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch jemand ist, der sich sehr von seiner Umgebung hat begeistern lassen. Und vielleicht konnte dieser Mann auch sehr gut begeistern. Ich meine, er war ja auch Dozent an der Uni und es ist einfach faszinierend. Ich muss auch gestehen, ich finde generell Menschen faszinierend, die viel auf dem Kasten haben, die viel wissen. Ja, also ich denke, ihn würde ich mir auswählen. Achtens, gibt es einen unterschätzten Klassiker? Da muss ich ein bisschen in mich gehen. Ich habe kein Buch, von dem ich sage, dass es sehr bekannt ist und dass das aber viele nicht mögen würden. Es wäre ein Klassiker, keine Ahnung. Mir ist aber ein Buch dieses Jahr unter die Nase gekommen, das im Grunde ein sehr wichtiger Vorläufer ist für viele dystopische Romane, das aber so ziemlich unbekannt ist. Und zwar Wir, utopischer Roman, ich halte es mal hier in die Kamera, von einem Russen verfasst. Und das Besondere eben hier ist, dass das erste Mal eine dystopische Welt gezeichnet worden ist, sehr abstrakt gehalten. Die Menschen sind nur noch Zahlen. Es geht im Grunde darum, die höchste Glückseligkeit zu finden. Ja, letzten Endes geht es auch ein bisschen um Kontraste, so dieses technologisierte Ich gegen das natürliche Ich, also Wildnis gegen Technik und so weiter und so fort. Also es sind wirklich viele altbekannte Motive da drin. Und Themen, die große Autoren aufgegriffen haben, wie George Orwell oder Aldous Huxley. Und nichtsdestotrotz ist zumindest in Deutschland dieser Roman sehr, sehr unbekannt. Ich persönlich habe den nur kennengelernt, weil im Lesekreis ein Seminar hatte und da wurde das mal angesprochen in einem kleinen Beitrag. Und sie hat das dann Gott sei Dank vorgeschlagen. Ich bin ehrlich, es ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber ich finde es ganz wichtig und faszinierend, so ein bisschen auch den Ursprung jetzt mal gesehen zu haben. Und ja, deswegen diesen Roman würde ich an dieser Stelle nennen. Neuntens und letztens, an welchem Klassiker hast du dir die Zähne ausgebissen? Und da fiel mir direkt ein Buch ein, was mich, das hat mich wirklich einige Nerven gekostet. Und zwar Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Dieses 600 Seiten dicke Buch haben wir in der 12. Klasse gelesen. Und ich fand es furchtbar. Ich muss auch gestehen, ich kann gar nicht mehr genau wiedergeben, worum es geht. Es ist auf jeden Fall ein Bildungsroman. Wir begleiten den Protagonisten durch Länder hinweg und also es war einfach anstrengend. Es gab eine Stelle, in der über ein Buch geschrieben wird und dann liest man plötzlich das Buch. Also es ist so ein bisschen Inception-mäßig, das Buch im Buch, und es war einfach nur, es hat mir gar nicht gefallen und ich war unfassbar froh, als das vorbei war. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal lesen wollen würde. Deswegen, ja. Und das waren alle Fragen. Ich denke, ich habe einige Bücher heute in die Kamera gehalten. Ganz wichtig zum Schluss noch einmal, falls ihr irgendwelche Klassiker-Tipps habt, gerne auch nicht französisch, englisch, russisch, deutschsprachig, dann schreibt die doch gerne mal in die Kommentare. Ich schaue mir eure Tipps sehr, sehr gerne an. Und falls euch dieses Format, dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über Feedback in Form eines Daumen hochs oder eines Kommentars oder vielleicht sogar eines Abos. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder. Danke für eure Zeit und bis dann. Tschüss!